Tatort bei Liebessensation in Hollywood, zwischen Charlize Theron, 43, und Brad Pitt, 55, soll es gewaltig gefunkt haben. Was sagt Ex-Angelina Jolie, 43, und was hat Sean Penn, 58, mit der ganzen Nummer zu tun? Hin und wieder braucht Amor wirklich lange, um seinen Pfeil ins Ziel zu bringen. Bei Brad Pitt und Charlize Theron fast 15 Jahre. So lange kennen sich die beiden Hollywood-Stars bereits. Sie haben sich schon immer sehr gut verstanden. Charlize lachte oft etwas zu laut, wenn er einen Witz machte. Brad suchte stets ihre Nähe, wenn sie zufällig auf derselben Party war. Jetzt soll es endlich gefunkt haben, wie The Sun berichtet. Weiß ein Insider. Charlize gilt als Löwin von Hollywood. Sie ist unabhängig, adoptierte ganz allein Sohn Jackson, 7, und Tochter August, 3, und vermittelte nie den Anschein, dass sie für all das einen Mann braucht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass Brad sich nicht getraut haben soll, den ersten Schritt zu machen. Obwohl er Charlize derzeit oft sieht, beide sind Werbegesichter für den Uhrenhersteller Breitling, brauchte der Schauspieler die Hilfe eines guten Freundes. Sean Penn, 58, der selbst mal mit der schönen Blondine zusammen war, soll das Ganze erst so richtig ins Rollen gebracht haben. Erzählt ein Bekannter. Die darauffolgenden Tage sollen Brad und Charlize dann auch schon gemeinsam in Brads Villa verbracht haben, ehe sie kürzlich sogar an der Bar vom Hotel Chateau Marmont in Los Angeles gesehen wurden. Wird ein Augenzeuge zitiert. Als nächstes, so wird in Hollywood getuschelt, will er ihr seine Kinder Sahara, 14, Shiloh, 12, die Zwillinge Vivienne und Knox, 10, Maddox, 17, und Pax, 15, vorstellen. Er bereitet das alles ganz genau vor, weiß ein Insider. Schließlich ist sein Verhältnis zur noch Ehefrau Angelina Jolie, 43, nicht das Beste. Verrät der Bekannte. Genau diese Sensibilität und Geduld sollen Charlize stark beeindrucken. Sagt eine Freundin der Oscar-Preisträgerin. Ob Angelina Jolie ein baldiges Treffen mit den Kindern zulässt, ist momentan dennoch eher unwahrscheinlich. Sie soll Charlize nämlich abgrundtief hassen. Die beiden streiten sich seit Jahren, weil Charlize bessere Filmrollen bekommt, weiß ein Hollywood-Insider. Vielleicht müssen die beiden Turteltauben sich also erst einmal zu zweit beschäftigen. Das dürfte aber ja kein Problem sein. Text: Lennart Jene.